Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wie krank das Ende der zweiten Staffel The Mandalorian war. Und auch im Allgemeinen war die Serie einfach ein absoluter Erfolg. Also ist es natürlich auch kein Wunder, dass wir uns alle auf die dritte Staffel freuen. Wann diese erscheint und um was es gehen wird, gibt's in diesem Video. Viel Spaß! Also, bevor ich jetzt anfange, gibt's natürlich wie immer noch die obligatorische Spoilerwarnung. Es werden selbstverständlich Spoiler zur ersten und zweiten Staffel The Mandalorian vorkommen. Also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch am besten erstmal an. Schauen wir uns nochmal kurz im Schnelldurchgang an, was denn so am Ende von Staffel 2 passiert ist. Das Ganze ist ja mittlerweile schon über ein halbes Jahr her. Das Mando Squad hat sich auf Moff Gideons Kreuzer begeben, um Grogu zu befreien. Mando hat sich ein Battle mit Moff Gideon geliefert und wurde damit zum Besitzer des Darksabers, also auch zum Herrscher Mandalores. Aber auch der Herrscher Mandalores und sein Squad konnten nichts gegen Moff Gideons Darktrooper ausrichten. Aber unser gefallener Held mit violettem Lichtschwert Mace Windu kommt zu Hilfe. Ah ne, warte, es war Luke, dessen Auftritt aber auch wirklich cool war. Zwar nicht Samuel L. Jackson mäßig, aber extrem episch und vor allem entstand ein richtiges Star Wars Feeling. Dann kam noch unser Droiden-MVP R2-D2 dazu und Luke nimmt Grogu mit, um ihn zu trainieren. Wir haben eine wirklich herzzerreißende Abschiedsszene von Mando und Grogu und damit ist die Staffel dann eigentlich auch schon vorbei. In der Mid-Credit-Scene sehen wir dann noch, wie Boba Fett in Jabbas Palast, naja, ich sag mal, ein wenig aufräumt, aber zu The Book of Boba Fett ist jetzt schon ein Video online. Schaut da gerne mal rein. Gut, aber wie könnte Staffel 3 denn jetzt aussehen? Schauen wir uns erstmal die bereits bestätigten Infos an. Die Serie sollte ursprünglich ja im Dezember 2021 starten. Jedoch gab Mando-Schauspieler Pedro Pascal bekannt, dass die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben und somit können wir vor Frühjahr 2022 eigentlich gar nicht mit der Serie rechnen. Ansonsten wird Cara Dune, die von Gina Carano gespielt wird, nicht dabei sein. Das Ganze war ja ein ziemlich langes Thema und ich muss sagen, dass ich selbst irgendwann die Interesse daran verloren habe. Wichtig zu wissen ist nur, dass sie entlassen wurde und somit nicht in Staffel 3 dabei sein wird. Kommen wir aber jetzt zum wirklich interessanten Teil des Videos. Wie geht es storytechnisch weiter? Bestätigt wurde ja bisher noch nicht, also können wir natürlich nur spekulieren. Aber alleine aus dem Staffelfinale von Staffel 2 stehen einige Themen offen. Der neue Herrscher Mandalores. So lautet wahrscheinlich auch der Titel des Videos. Den meisten sollte, denke ich mal, die Geschichte des Darksabers bekannt sein. Falls nicht, ist es eigentlich nur wichtig zu wissen, dass das Darksaber in einem 1 gegen 1 Kampf gewonnen werden muss und derjenige, der es besitzt, herrscht über das Volk und den Planeten Mandalore. Nach Staffel 2 ist also Mando der rechtmäßige Herrscher über Mandalore. Das gefällt Bo-Katan aber natürlich gar nicht. Schon in der letzten Folge kam es zu einer sehr angespannten Situation zwischen den beiden, die dann aber durch die Dark Trooper unterbrochen wurde. Es könnte also gut sein, dass wir einen Kampf zwischen Bo-Katan und Mando sehen werden. Oder er sich mit dem Volk Mandalores beschäftigt und wir ihn letztendlich dann doch als Herrscher sehen dürfen. Ich denke aber eher, dass Mando das Schwert zwar behalten wird, aber nicht als König von Mandalore regiert. So oder so wird es aber extrem cool und spannend, Mando mit dem Darksaber kämpfen zu sehen. Was Grogu angeht, kann man eigentlich nicht sagen. Man könnte alles machen. Einen Timeskip, in dem wir sehen, wie er mit dem Angriff auf Lukes Tempel klarkommt, eine ganz normale Ausbildung oder doch ein Grogu, der zu viel Dunkles im Herzen trägt, um trainiert zu werden. Aber wie gesagt, kann ich, was das Thema angeht, wirklich nicht sagen, bin aber dafür umso gespannter, wie es weitergeht. Moff Gideon lebt am Ende der zweiten Staffel natürlich auch noch und könnte trotz seiner Niederlage eine zentrale Rolle in Staffel 3 spielen, da wir immer noch nicht zu 100% wissen, wieso er Grogos Blut haben wollte. Also wie ihr merkt, gibt es wirklich unendliche Möglichkeiten, da Staffel 3 nun mal eine fertig erzählte Geschichte war und in Staffel 3 jetzt etwas Neues starten muss. Eine neue Geschichte mit altbekannten Charakteren. Schreibt mir jetzt aber gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie es weitergeht und vor allem, zu welcher Serie ihr das nächste Video haben wollt. The Book of Boba Fett und The Mandalorian sind ja jetzt abgehakt, aber es fehlen trotzdem noch einige Serien auf der Liste. Aber naja, zu manchen kann man einfach nur sagen, wer hat gefragt. Schreibt mir aber wie gesagt gerne in die Kommentare, welche Serie ihr als nächstes sehen wollt und ob ihr euch schon auf The Mandalorian Staffel 3 freut. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das doch sehr, sehr gerne mit einem Like oder einem Abo und schaut doch auf Instagram und Discord vorbei, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. The Force will be with you.